Putin hat gesagt, wenn ich die Amerikaner wäre, ich würde welche finden. Selbst dafür ist diese Kifferarmee zu blöd. Ja, der Putin war auch mal Chef vom KGB. Der Bush war ja nun mal Mitglied der örtlichen anonymen Alkoholiker. Wo sind die Massenvernichtungswaffen? Wo sind die ganzen Gründe für den Krieg geblieben, meine Damen und Herren? Erinnern Sie sich noch an die Gründe für den Krieg? Erst hieß es, der Hussein, der steckt hinter dem 11. September, der hat damit zu tun. Der hat das zumindest finanziert, der steckt mit Al-Qaida unter einer Decke, wenn er nicht sogar der treibende Motor da ist. Als das nicht ausreichte für einen Krieg, hieß es plötzlich, ja, der steht kurz vor der Entwicklung der Atombombe. Der hat Uran angekauft in Afrika. Der englische Geheimdienst von Tony Blair verfügt über ein lückenloses Dossier, das beweist, dass der Uran angekauft hat in Afrika. Als das immer noch nicht ausreichte, da kamen die Milzbrandangriffe. Können Sie sich erinnern? Milzbrandattacken in Amerika. Das war auch der Hussein. Ja klar, sofort. Wer soll das sonst gewesen sein? War immer noch nicht genug. Plötzlich kamen die Massenvernichtungswaffen ins Spiel. Der hat Unmenge von Massenvernichtungswaffen. Dann hieß es, der kann innerhalb von einer Dreiviertelstunde ganz Europa angreifen. Auch ein Dossier vom britischen Geheimdienst. Der kann innerhalb von einer Dreiviertelstunde Europa angreifen. Wissen Sie, wer dem britischen Geheimdienst das erzählt hat? Der jetzige Ministerpräsident des Irak, Herr Alawi. Kennen Sie den eigentlich? Das ist ein alter Geheimdienstmann von Saddam Hussein. Ein alter Kumpel von Hussein. Die haben in den guten alten Zeiten zusammen die Bevölkerung unterdrückt. Und dann haben die sich zerstritten, wie das bei Verbrechern ja schon mal so passiert. Der Alawi hat den Kürzeren gezogen, musste fliehen. Abgehauen ist er nach England. Von da aus hat er seitdem den Widerstand gegen seinen alten Kumpel Hussein organisiert, mit Anschlägen im Irak und allem drum und dran. Und um endlich die Weltbevölkerung dazu zu kriegen, ihn wieder da zu installieren, hat er den Engländern erklärt, er wüsste ganz genau, der Hussein hätte Waffen, die könnten ihn auf einer Dreiviertelstunde ganz Europa angreifen. Und zum Dank haben die Engländer ihn ja jetzt zum Ministerpräsidenten gemacht. Ja. Nichts von den ganzen Gründen war korrekt. Es war alles erstunken und erlogen. Viele haben das damals schon gesagt. Und wie sagte Herr Schäuble damals auf den Vorwurf, der Krieg ist ungerechtfertigt? Herr Schäuble sagte in einem Vortrag, der Irakkrieg ist eine schlechte Lösung. Aber eine noch schlechtere Lösung wäre eine gedemütigte Weltmacht USA. Da können Sie mal sehen, was für ein Kelch an uns vorbeigerollt ist als Bundespräsident. Vergessen Sie es nie wieder, das perverse Weltbild des Dr. Wolfgang Opferschäuble. Der Schäuble hat doch im Prinzip gesagt, ein paar tausend tote Iraker sind schlimm. Aber noch schlimmer wäre, wenn die Regierung Bush zugeben müsste, dass sie gelogen hat. Saddam Hussein als Hitler. Hm? Und inzwischen hat der Bush zugegeben, ja, es war alles erstunken und erlogen. Während Friedbert Pflüger, der außenpolitische Experte der CDU, noch glaubte, nächste Woche finden sie die Massenvernichtungswaffen, hatte Bush schon längst gesagt, ja, wir wissen ja, das war alles gar nicht wahr. Da hat der Körper doch kein Problem mit gehabt. Bush hat da gestanden und hat gesagt, ja, mein Freund Tony Blair glaubt bis heute, dass mit dem Uran, den in Afrika, aber unter uns, das hat mein Geheimnis sich aus den Fingern gesaugt. Die mussten irgendwas nach Hause berichten, die Jungs wollen ja auch ihr Geld verdienen. Al-Qaida und Kontakte zu Hussein, müssen wir heute sagen, hat es nie gegeben. 11. September hat der Hussein nichts mehr zu tun gehabt. Milzbrandangriff in Amerika, da haben Sie nie wieder was von gehört, oder? Das Letzte, was ich gelesen habe vor über einem Jahr, war, dass die Milzbrandviren aus einem amerikanischen Militärlabor stammten. Danach ist nie wieder was darüber geschrieben worden. Denn dass der Hussein in ein amerikanisches Militärlabor eingebrochen wäre, um unbemerkt Milzbrandviren zu klauen, das hätte nicht mal die Merkel geglaubt, meine Damen und Herren. Bush sagt heute, ja, auch die Massenvernichtungswaffen hat er wohl schon länger vorher vernichtet. Wir wissen es heute alles, wir geben es zu, es gab keinen echten Grund für den Krieg. Und trotzdem war der Krieg gerechtfertigt, sagt der Bush. Er sagt wörtlich, ich musste etwas unternehmen. Ich konnte diesen gefährlichen Irren nicht an der Spitze dieses Staates lassen. Und meine Damen und Herren, wenn das in Zukunft der Grund für einen demokratisch geführten Krieg ist, wenn ein gefährlicher Irrer an der Spitze eines Staates steht, ich weiß ja nicht, woran Sie jetzt denken. Aber in Italien würde ich auch schon mal die Jalousien runterlassen. Oder sagen wir es andersrum, in Hessen und Bayern haben die seit Jahren sehr viel Glück gehabt. Es
Saddam Hussein als Hitler. Haben Sie ihn gesehen in seinem Erdloch? Was für eine Fehlbesetzung, ne? Ich sehe Peter Schellatur noch vor mir in den Talkshows vor dem Krieg. Der Hussein, der wird bis zur letzten Patrone kämpfen. Das sind Fanatiker, hat der Schellatur gesagt. Das wird einen Häuserkampf geben. Die Amerikaner werden in Bagdad Haus für Haus erobern müssen. Der Hussein, der wird bis zur letzten Patrone kämpfen. Peter Schellatur, den hat der Vietcong auch nicht voll getroffen. Haben Sie ihn gesehen in seinem Erdloch? Nicht schießen, ich bin der gewählte Präsident des Irak. Was für ein Hitler, wa? Ich habe gedacht, die haben den Tirse da aufgegriffen in Bagdad. Zweimal haben die Amerikaner ihren Verbündeten Saddam Hussein besiegt. Und Papa Bush war clever. Der hat den an der Macht gelassen, geschwächt an der Macht. Schiiten, Sunniten, Kurden war sein Problem, weiterhin. Total geschwächt, absolutes Handelsembargo, ein Arschloch im Wandschrank, für eine Weltmacht eine prima Sache. Ja, wenn es zu Hause nicht so läuft, wenn die Konjunktur nicht anspringt, wenn die Praktikantin rumzickt. Man holt das Arschloch aus dem Wandschrank, bum, 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 da kommt er wieder weg. So auch jetzt beim Terrorismus. 11. September, alle sind geschockt, vor allen Dingen in Amerika. Auch zu Recht geschockt. Was können wir tun? Wir müssen etwas tun, wir müssen etwas bombardieren. Als Antwort, ja. Bombardieren wir Afghanistan. Prima, da ist eh schon alles kaputt. Mach los. Also, 4 Wochen Bombardement. Super. Terrorismus weg? Nee, Taliban sind weg. Terrorismus ist immer noch da. Wir können ja nicht mal Osama Bin Laden fangen, seien wir ehrlich. Aber wir wissen auch, wo ein Arschloch am Wandschrank sitzt. Ja, hat er was mit dem 11. September zu tun? Nee, aber wir wissen, wo er ist. Also, raus damit. Bom, 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 bom. Und was macht der blöde W? Er macht den Wandschrank leer. Ich sah den, ja. Wer ist jetzt in Zukunft schuld? Jetzt haben die Syrer Angst, dass sie in den Schrank müssen. Es geht doch um die Freiheit. Afghanistan war auch besetzt von bösen Russen damals. Da haben die Amerikaner gesagt, der Russe muss da raus. Wer kann das für uns machen? Da haben die wieder einen sympathischen jungen Mann gefunden. Osama Bin Laden. Die Amerikaner haben gesagt, Osama, wir rüsten dich auf und dann kämpfst du gegen die gottlosen Russen. Ja, mit wem soll ich denn kämpfen, hat der Osama gesagt, ich hab doch hier keine Leute. Diese paar afghanische Freiheitskämpfer, die hier rumlaufen, da kann ich nichts mit tun. Leute besorgen wir dir auch, haben die Amerikaner gesagt. Das war die Geburtsstunde von Al-Qaida. Denn das Problem in Afghanistan bis heute sind nicht die alten afghanischen Freiheitskämpfer. Das Problem sind die Söldner, die da hingebracht worden sind. Die Amerikaner haben, um die Russen zu vertreiben, da sind die Amerikaner stolz drauf, da brüsten die sich mit. Die haben 100.000 Söldner angeworben. Die haben mit Hilfe von Saudi-Arabien in den arabischen Ländern 100.000 fanatische junge Moslems angeworben und nach Afghanistan gebracht. Die haben diese religiösen Wirrköpfe, diese zu allem entschlossenen potenziellen Selbstmordattentäter, die haben die praktisch der Hamas unter der Nase weggeschnappt und haben denen in Afghanistan ein besseres Angebot gemacht. Man könnte auch sagen, die USA sind der FC Bayern München des internationalen Terrorismus. Und dann hat der Osama Bin Laden mit seinen Mujahideen gegen die gottlosen Russen gekämpft, mit Unterstützung der Amerikaner. 10 Jahre lang. 15.000 tote russische Soldaten durch Terroranschläge Osama Bin Ladens. War noch Terroranschläge, oder? Frau Merkel, Sie haben noch so ein klares Weltbild. Sie müssen noch mal helfen. Ein Land ist besetzt, Frau Merkel. Und eine Gruppe kämpft mit Waffengewalt gegen die Besatzer. Das ist doch Terrorismus, oder? Hamas oder Hamas nicht? Nach heutiger Logik, nach Sharon-Logik, hätten die Russen damals einfach nur in Washington in der Fußgängerzone mit Kampfhubschraubern Regierungsmitglieder angreifen müssen, um den afghanischen Terroristen den Nachschub abzuschneiden. Aber das hätte sich wahrscheinlich nicht mal der Sharon getraut, sagen wir mal so. Osama Bin Laden hat die Russen vertrieben, nach 10 Jahren. Das Land war komplett zerstört, aber frei. Und die Amerikaner haben gesagt, super, guckt euch da euer Land an, es ist frei. Ja, es sieht nicht so schön aus. Aber es ist euer Land, viel Spaß damit. Ja, wie total vermint. Habt ihr schon mal Bodenschätze? Ja? Man hat die Afghanen im Dreck sitzen lassen. Man hat die ihrem Schicksal überlassen. Was haben die 100.000 Söldner gemacht? Die hatten nie was anderes getan als gekämpft. Die haben weitergekämpft. Die haben sich neue Auftraggeber gesucht. Die Landesfürsten, die verschiedenen Landesfürsten in Afghanistan. Und seitdem kämpfen die alten Söldner da in verschiedenen Konstellationen.